Ooh, that sugar sweet, you got what I need. Sipping on the potion, all that good emotion, just my kind of heat. Hallo, Alex. Hallo, David. Herzlich willkommen zum Betriebstagebuch. Juhu! Es ist wieder Zeit, Sonntag. Und das geballte Fachwissen vom Betriebstagebuch kommt wieder zu euch in den Beckenrand oder wo auch immer hin. David, schön, dass wir da sind. Ja, sehr schön. Man sagt ja mal, alle guten Dinge sind drei. Wenn man bedenkt, dass wir erst am Anfang sind, stimmt dieses Wort nicht so ganz. Nein, das stimmt nicht mehr. Dieses Sprichwort. Ich find's auch cool. Folge Nummer 3. Jetzt rennt der Laden so langsam mal voran. Ja, also Jubiläum steht fast an. Jubiläum ist dann Nummer 5. Das kriegen wir auch hin. Das wird dann dementsprechend gefeiert. Wie das auch immer auszusehen hat, darauf dürft ihr euch überraschen lassen. Heute Thema... Fachkräftemangel. Meine Güte, meine Herren, was für ein großes Wort aktuell in Deutschland. Ja? Wenn man sich überlegt, in welchen Branchen gerade aktuell mit Fachkräftemangel umherirren, ist das jetzt natürlich der völlige Wahnsinn. Und dementsprechend hat man natürlich in allen jeweiligen Heften, egal wo man reinliest und reinguckt, hört man das natürlich in unserer Branche auch. Dahingehend haben wir uns gesagt, das müssen wir auf jeden Fall nochmal diskutieren, weil das für uns ein Thema ist, wo wir schon auch sagen, ist es denn wirklich so? David, wie siehst denn du das Thema von Fachkräftemangel? Ja, du kennst meine Gedanken dazu. Es gibt keinen Fachkräftemangel. Ich würde sogar ganz böse sagen, es ist der Fachkräftehandel, der stattfindet. Betrachtet man das Thema global, ich werde euch auch erzählen, warum ich der Meinung bin, aber vielleicht nochmal, Alex, was mich schon immer mal interessiert hat, in deinem Bad. Ja. Du bist ja auch ständig am Rotieren zwecks Personal. Immer. Liegt es am Fachkräftemangel oder an einem ganz anderen Thema? Also für mich im Endeffekt, der eigentlich immer wieder sucht, oder immer auf der Suche ist, ja, war es in der letzten Zeit wirklich so, dass das Suchen von Fachkräften leichter war, wie es erstmal gedacht war. Ich habe immer Leute bekommen in der letzten Zeit, an alle da draußen, an alle Planschler, ja. Herzlich willkommen an die Neuen. Es sind echt einige, die jetzt mittlerweile dazukommen, was absolut genial ist. Also auch an alle 450-Euro-Kräfte und alle Rettungsschwimmer, die mit dazukommen oder dazugekommen sind. Für mich ist der Punkt schon, also für mich ist es eher eine Verschiebung der ganzen Situation immer wieder. Aber auf der anderen Seite ist es eben der, was ich auch immer wieder sehe, und das ist, glaube ich, was droht ist jetzt in den letzten 2 Jahren, was war, dass vor allen Dingen Leute oder Branchen wirklich gewechselt haben. Ja, immer wieder rausgegangen sind aus dem Meister für Bäderbetriebe, weil diese Nebenschaukriegsplätze, die da herrschen, ja, das so beeinflusst haben, ja, dass eben viele gesagt haben, nö, sie wollen da nicht mehr. Aber auf der anderen Seite ist es aber so, dass eigentlich Fachkräfte schon da sind, ja, aber sie von rechts wandern, ja. Was ich eher sehe, ist der Punkt, wie halt auch in Restaurantbranchen es immer ist, dass genau diese Saisonkräfte, die man immer wieder braucht, gerade für Freibäder, gerade die eben, und das ist die große Branche, die wirklich schreit, sind ja die Freibäder. Wie schaut es in den Freibädern da draußen aus? Wir haben 1 oder 2 oder 3 oder 5 Rettungsschwimmer, Fachangestellte, ja, und was braucht man dazu über die Saison hinweg? Wir brauchen eben Leute, die vor allem die Aufsicht mitstemmen und mitführen, ja, und die hat man immer gefunden, ja, weil da eben genau in diesem Bereich, ja, viele abgewandert sind, in die Industrie oder sonst irgendwo, aber das hat nichts mit Fachkräfte zu tun erstmal, sondern das hat erstmal damit was zu tun, dass eben unsere,
unsere saisonelle Abdeckung so nicht mehr funktioniert hat und man sich da eben drauf einstellen muss. Und jetzt kommt natürlich die große Frage, was bedeutet dann in der Hinsicht Fachkräftemangel? Ja? Also wir haben es ja im Blaudruck schon massiv diskutiert, ja? Und was Fachkraft ausmacht. Und wenn man so gesehen hat, jetzt auch den Zahlen heraus, wie viele Leute, wie viele Fachangestellte ausgebildet wurden, ja, und da auf den Markt geschmissen werden, ist es, glaube ich, schon der Punkt, dass es darum geht, diese Fachkräfte, die fertig sind, zu halten, diesen Beruf attraktiver zu machen, diesen Beruf attraktiver zu gestalten und diesen Beruf so zu bezahlen, ja, dass genau diese Leute eben das ersetzen, was immer mühsam gesucht wird, nämlich billige Fachkräfte. Ja? Und das ist, glaube ich, ein Punkt, wo ich jetzt so in den letzten, ja, 4, 5 Jahren wirklich gesehen habe und auch, für mich auch so erkannt habe. Wie ist das für dich in der Hinsicht? Also du sagst klar, die klare Aussage bei dir, es gibt keinen Fachkräftemangel. Ja? Jetzt da. Warum gibt es für dich keinen Fachkräftemangel? Also ich denke, zunächst müssen wir mal die harten Fakten besprechen. Die sind ja allgegenwärtig. Und zwar der demografische Wandel. Ja, die sogenannten Babyboomer, die ja jetzt die nächsten 5, 10 Jahre in Rente gehen und einfach weniger nachkommen. Okay, warte mal ganz kurz. Eine Sache, ja, warte mal ganz kurz. Wir müssen was einführen. Ja. Ja, weil, also an alle da draußen, okay. Ihr kennt den David, ja, der ist echt, das ist eine coole Socke, was ZDF anbelangt. Zahlen, Daten, ja, jetzt bin ich gespannt. Zahlen, Daten, Fakten. Tada! David, haus raus, leg los, hau uns die Zahlen, Daten, Fakten um die Ohren. wo waren wir jetzt? Demografische Wandel, ja, okay. Ich denke, da brauchen wir nicht mehr drüber sprechen, das ist, glaube ich, irgendwie klar. Aber ich bin auf interessante Studien gestoßen. Da sind sie. Ganz interessante Studien. Zum Beispiel die eine Studie, die sagt oder besagt, dass eigentlich jeder zweite Betrieb in Deutschland nach Fachkräften sucht. Mhm. Ja, und da geht man erstmal davon aus, okay, scheiße. Absolut. Wir haben keine Fachkräfte mehr. Aber die Fachkräfte sind ja nicht der gesamte Arbeitsmarkt. Wir haben ja Akademiker und so weiter und so fort. Und auf meiner Recherche bin ich auf ganz interessante Berichte von einem Reporter gestoßen, der herausgefunden hatte, dass viele Fachkräfte und Führungskräfte sich für einen Job, einen Hilfsjob in anderen Branchen entschieden haben, weil sie dort weniger Verantwortung haben, aber mehr Geld verdienen. Ja, also gut, vielleicht arbeitest du körperlich härter, ja, kommst aber abends heim und musst dir nicht Gedanken über den Dienstplan machen, über Termine, über Wartungsintervalle und so weiter. Also du nimmst die Arbeit nicht mit nach Hause. Und das finde ich hochinteressant. Und dann gibt es noch eine andere Studie, die hat die Gallup, das Gallup-Institut in Amerika erhoben. Und zwar kommen die drauf, dass in Deutschland jeder dritte Arbeitnehmer innerlich mit seinem Job gekündigt hat, durch ist. Ja, das ist auch, glaube ich, das, was wir so aus den Gesprächen in vielen Bädern oder in den Fortbildungen so ein bisschen mitnehmen, dass viele einfach die Schnauze voll haben. Und natürlich gibt es dafür sehr viele Gründe. Ich denke, der erste Grund muss jeder bei sich selber suchen. Ja, man kann immer auf andere schieben oder auf andere zeigen. Aber was ich für mich festgestellt habe, ist, dass unser Berufsbild, unser Beruf ein moderner, innovativer Dienstleistungsberuf ist. So wirst du ausgebildet, so wirst du herangeführt und kommst dann oftmals in einen Betrieb, gemeindlich oder kommunal geführt, der eher so dieses verwaltungsrechtliche Paragraphending abdeckt. Ja, das ist auch schön und gut, aber hier treffen zwei Welten aufeinander und das ist natürlich nicht gerade förderlich für dich als junger Mensch, der was bewegen will, der was reisen will, wenn du natürlich immer wieder Steine in den Weg gelegt bekommst, weil vielleicht auch im Verwaltungsbereich
auch jeder Dritte ja schon mit seinem Beruf abgeschlossen hat und halt dann immer die Floskeln kommen, ja, das geht nicht, weil es war schon immer so, es hat schon immer funktioniert, warum soll es jetzt nicht funktionieren? Mhm. Ich meine, du kennst die Floskeln. Ja, das ist... Aber ganz zentral, und das will ich nur sagen, jeder, der vielleicht für sich mit dem Thema schon abgeschlossen hat und ja, halt einfach nur noch dahin geht, um zu, also ich gehe in die Arbeit, um zu, um Geld zu verdienen, um irgendwie Sicherheit zu haben, um irgendwie Rente zu haben, der also nicht mehr dahin geht, weil es einfach ein geiler Beruf ist, der sollte bei sich selber anfangen. Und ich habe viele kennenlernen dürfen, bei denen ich im Gespräch einfach das bewirken konnte und die dann dankbar waren, dass sie heute einfach das wieder neu kennenlernen durften. Ich würde sagen, preach it, mach weiter. Nein, also das ist genau das, was wir schon echt, auch, glaube ich, auch mit diesem Podcast auch proklamieren wollen. Ja, Matt David und ich machen das Ganze hier nicht, um, wie wir es im allerersten Podcast gesagt haben, um jetzt hier uns irgendwie zu profilieren oder weitere vorzugehen. Darum geht es hier nicht. Es geht darum, den Job hochzuhalten. Es geht darum, den Fachangestellten oder diesen Schwimmmeisterberuf, der einfach ein Wahnsinnspotenzial hat und eine Bandbreite mit sich bringt und ein Spaß auch mit sich bringt, wieder aufleben zu lassen. Und das ist, glaube ich, das Thema auch für heute, wirklich auch hier zu sagen. Fachkräftemangel rührt auch oft daher, dass die Branche an sich, ja, da ein Problem hat. Ja, also, und da kommt eins ums andere. Ja, das heißt, dass auch die Ausbildung, wie sie einfach stattfindet, ja, zu was führt, wo Leute anfangen in diesem Beruf und ein komplett anderes Bild auf einmal bekommen. Und das finde ich einfach grausam, wenn im Endeffekt es dann passiert, dass die Ausbildung an sich ja was anderes, ein anderes Bild zeigt, wie im Großen und Ganzen der Fachangestellte für Bäderbetriebe ist. Ja? In der Ausbildung macht man alles, angefangen von Filterspülen, die Technik umherirren, die ganze Kalibrierung, Events, Schwimmkurse, man geht im Endeffekt in der Aufsicht nach, man schaut, dass im Großen und Ganzen man sich in allen Bereichen irgendwo mal mit einbringt, man hüpft mal in der Kasse rum, man schaut mal in der Verwaltung vorbei. Und wenn man dann Fachangestellter für Bäderbetriebe ist, ja, dann stehen viele nur noch am Beckenrand. Und in dem Moment passiert natürlich was mit den Leuten, ja. Weil dann wird natürlich ein Beruf, der so schön ist und auch in der, glaube ich, in der Ausbildung ein Bild kreiert wird, dann eben genau die Leute, die dann frustriert werden. Und um auf den Fachkräftemangel nochmal zurückzukommen, ist es genau der Punkt, ja, dass wir anfangen müssen, diese Menschen, die immer mit diesem Gedanken spielen, hey komm, eigentlich kann ich in die Industrie gehen, mich ans Band stellen, verdiene ein Drittel oder sogar die Hälfte mehr, ja, gehe nach Hause und habe eigentlich das gleiche Gefühl, was ich echt grausam finde in der Hinsicht. Ja. Und daher die Appellierung an euch alle da draußen, ja, die angefangen haben, genau da eben schon innerlich zu kündigen, sich nochmal auf die inneren Werte des Fachangestellten für Bäderbetriebe wieder zu berufen, ja. Und ich weiß auch, dass die Umstände um diese ganzen Situationen oft Zeit brauchen, um da überhaupt was zu ändern. Aber wenn man denen nicht die Chance gibt, ja, da was zu ändern und auch nicht die Chance gibt, da einzuwollen, ja, sondern es nur noch zu akzeptieren, dann wird sich nie was ändern. Dann wird sich einfach nichts ändern. Und das ist der Punkt. Und dahingehend erstmal daran zu appellieren, die Leute, die wirklich Fachangestellte für Bäderbetriebe sind, ihren Beruf einfach, sagen wir mal, zu ehren, indem dass man ihn richtig geil macht, indem man Spaß dran hat, diesen Job auszuführen. Ja? Und ich glaube, über diese Freude des Berufes gibt es viele Möglichkeiten, auch mehr zu machen. Und dahingehend auch wirklich an euch Geschäftsführer da draußen, an eure Leitungsfunktionen, diesen Beruf eben nicht an die einzelnen Stellen abzustempeln, wie nur Sauna, wie nur Aufsicht, wie nur Technik, diese ganzen Sachen auseinanderzureißen, sondern einfach da auch ein rollierendes System zu nehmen.
Ja. Und das ist ein Punkt, wo ich glaube, und das ist auch ein Ansatz, in dem wir einfach ran müssen an den Leuten, die wir doch sowieso schon haben, ja, das im Endeffekt wieder hervorzurufen, dass wir weiterkommen. Wie, also meine Frage mal an dich in der Hinsicht. Wie hast du schon mal Fachkräftemangel in dem Job so wirklich erlebt? Also jetzt in meiner Region in weniger jetzt. Und ich denke, wir dürfen das auch nicht verpauschalisieren. Es gibt durchaus Regionen, wo das wirklich ein ernstzunehmendes Thema ist. Ja, wir wollen das ja auch global irgendwo betrachten. Ich bin der Meinung, dass die Betriebe, die heute keine Fachkräfte haben, haben gestern was falsch gemacht. Die haben gestern geschlafen, denn die Fachkräfte sind da. Die sind nur nicht in deinem Betrieb. Und das ist ja wieder die Stellschraube, wo ich immer sage, dann muss ich doch mal selber überlegen, okay, wo muss ich denn da drehen? Warum ist es denn der Fall? Was muss ich denn ändern oder was kann ich denn ändern? Also allein die Fragestellung oder die Möglichkeiten im eigenen Betrieb, im eigenen Unternehmen oder in der eigenen Gemeinde, welche Fragen darf ich denn öffentlich ansprechen? Ja. Und dann auch die richtigen Fragen zu stellen, ist ein großes Thema. Es gibt mit Sicherheit Regionen, da hast du nebendran BMW oder Pharmaindustrie, ja, und die zahlen einfach mehr. Ja, wir haben jetzt, glaube ich, aktuell das erste Mal seit Jahrzehnten auch die Thematik, dass es der Industrie schlecht gehen wird. Genau. Ist natürlich auch eine interessante Frage oder ein Potenzial für den öffentlichen Dienst oder für die Schwimmbäder an sich, zu sagen, okay, da wäre eine Möglichkeit, ein Potenzial. Aber was mich immer brutalst genervt hat, dass im Recruiting, bei der Ausschreibung, dass da auch schon viele Sachen falsch laufen. Ja. Natürlich, wenn ich einen neuen oder jungen Personaler habe, der ist auch nochmal anders geschult und moderner eingestellt, der hat ganz andere Möglichkeiten und Fähigkeiten, wenn sie ihm gegeben sind. Aber wenn ich heutzutage noch ein Zeitungsinserat mache oder an diese Jobplattformen gehe, ja, das ist im Grunde, da kannst du eine Münze werfen, das ist eigentlich das Geld nicht wert. Ja. Und da gibt es heutzutage. Es gibt heutzutage unheimlich geile Möglichkeiten, wie zum Beispiel Social Media. Recht. Gebe ich dir recht, aber wir haben ja auch schon mal gesagt da draußen, wir sind uns zwar, also David und ich, wir diskutieren viel, wir zwei, ja, und sind uns auch natürlich nicht immer einig. Das ist klar, logisch. Aber auf der anderen Seite, also ich glaube auch schon, dass auch Printmedien schon ihre Daseinsberechtigung in der Hinsicht haben. Ich finde es ja immer krass, die AB, die kennt jeder Schwimmmeister da draußen. Ja, das Interessante finde ich immer, wenn die bei uns auf dem Schreibtisch liegen, das, was da an Themen vorne drin steht, ja, von 10 lesen sich das vielleicht einer durch, ja. Und was ist der Ja, Rest? Wo genau. schauen Immer der alle Blick nach? nach hinten. Wo? Überall? Alle blättern sie durch. Klack, 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 klack. Und gehen wohin? Auf die letzten 3 oder 4 Seiten. Warum? Weil da die Stellenanbeschreibungen und Stellenanzeigen ist. Ich würde mal gern wissen, und das ist eine Sache, die frage ich echt nach, ja. Wie viele Leute auf diese Stellenbeschreibungen wirklich anspringen? Das ist eine Sache, die ich gerne wissen möchte. Ja. Aber nee. Ich fänd's sogar Ja. wichtig. Dass man sich, auch wenn man sich in seinem Betrieb wohlfühlt, auch weiter bewirbt und auf dem Markt umschaut. Das ist unheimlich wichtig. Ich meine, es geht ja auch um einen Abgleich, um zu sehen, wie sieht denn die Marktlage aus, die Finanzlage, was bieten denn andere Ja, Arbeitgeber, auf ne? was bin ich wert? Also, wie sieht der Wettbewerb in der Hinsicht auch aus? Und das ist ja völlig legitim und in Richtig. Ordnung. Das passt ja. Das ist überhaupt kein Thema. Nee, also das bezüglich auf jeden Fall. Die Daseinsberechtigung deswegen von Printmedien auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, und jetzt sind wir wieder an dem Punkt wie Neuordnung oder so, ja, es muss weitergehen. Wir können nicht stehen bleiben. Und jeder, jeder
Ja, doch, jeder benutzt dieses kleine Wunderwerk, das namens Handy, ja, und guckt auf allen möglichen Social-Media-Kanälen umeinander, ob es YouTube, Instagram, Facebook, alles, was sie nicht drauf haben, ja, Snapchat, wie sie alle heißen, völlig wurscht, ja, und, aber genau so muss der, ja, auch der Zeitwandel und der Zeitgeist natürlich irgendwo mitgehen und ich bin da voll, da bin ich voll bei dir. Ich bin dabei, dass dann einfach genau auch da das Recruiting oder vor allen Dingen wirklich da auch, ja, dieses Suchen nach meinen Leuten da auch stattfinden muss, ja. Du darfst aber eins nicht vergessen, ich muss dich da unterbrechen, weil das ist nicht ganz richtig, denn selbst wenn ich Social Media nutze wie ein Printmedium, dann ist dieses Inserat genauso wie, als würde ich es in die Zeitung schreiben. Ja. Und da gibt es ja innovative, ganz andere Möglichkeiten, die man nutzen kann. Ich meine, wir beide arbeiten da an Konzepte. Also, liebe Betriebe, wenn ihr da mal ein bisschen mehr drüber wissen wollt, da gibt es wirklich recht geile Möglichkeiten. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, du hast Inserenten. Ja. Auf eine Ausschreibung. So, das Ganze landet dann im Personalamt. Und für gewöhnlich hat man ja ein Anforderungsprofil an die Stelle und daraus erstellt man ja dann eine Stellenausschreibung. Und ich glaube, hier müssen wir auch eins oder mehrere Punkte beachten, denn auf der einen Seite werden oftmals in den Inseraten, die Kriterien, die man erwartet auf die Stelle, sehr hoch angesetzt. Das wirkt auf der Bewerberseite natürlich auch ein bisschen abschreckend. Ja, wenn gleich oben dran steht Bademeister und dann steht als zweiter Punkt 300 Meter Klamotten schwimmen, ja. So ungefähr. Ja, so, jetzt hast du auf Social Media 400 andere Inserate, die natürlich viel geiler klingen. Und der nächste Punkt ist natürlich dieses Aussortieren. Also können diese Personaler, die am Ende ja viel zu wenig Einblick in das Berufsbild, in dieses Berufsprofil im Grunde haben, können die richtig aussortieren? Also ich sehe das in der Hinsicht eigentlich gleich wie du. Also ich finde, warum soll jemand, auch Personaler, egal hin oder her, jemanden für einen Job raussuchen, den er selber nicht tut. Also, das finde ich eine völlige Katastrophe. Also, das ist mein Metier. Das ist meine Welt. Das ist das, was ich vertrete. Und genau für diese Welt möchte ich jemanden haben, der genau mit mir da voranschreitet. Also, verdammt nochmal, muss ich doch was für meine Welt auch finden. Und da muss ich als Fachangestellter, Meister für Bäderbetriebe, nicht nur involviert sein, sondern in die Entscheidung maßgeblich mit eingreifen dürfen. Und ja, da gebe ich dir grundsätzlich recht. Ja. Dass das natürlich immer sehr, sehr schwierig ist in der Hinsicht, das auch so immer auch durchzuführen, wenn es gerade auch kleine Klitschen sind, die ich liebe. Ja? Ich bin ein an alle, in meinem Unterricht sage ich es immer wieder, ich bin ein totaler Fan davon, von diesen kleinen Schwimmbädern, von diesen kleinen 25 Meter Becken mit einem kleinen Mutter-Kind-Becken oder Vater-Kind oder wie man es auch immer gendermäßig sagen möchte gerade, in der Hinsicht nebendran, wo einfach nur geschwommen wird, ja, wo einfach das Leben stattfindet in der Hinsicht, dass ich schwimmen gehe, mich in die Wiese lege und wieder schwimmen gehe und das war's. Und mich einfach nur mit dem beschäftige, was an Menschen um mich drumherum sind. Dahingehend, aber das ist halt nun mal einfach nur über meistens einer, ja, Gemeinde abwickelbar und da ist natürlich das Personal dementsprechend dem untergeordnet. Aber da bitte ich einfach allen Gemeinden da draußen, holt euch die Leute ran, die genau diesen Job ausführen. Ja? Ihr braucht nicht groß auf irgendwelchen Foren suchen, was diesen Job ausmacht. Geht einfach eine Tür weiter, holt euch den Schwimmmeister rein und fragt, hey, pass auf, Junge, erzähl mir mal was über deinen Beruf. Was ist dein Berufsbild? Warum liebst du diesen Job? Warum magst du diesen Job? Ja? Und lasst euch erklären, wie dieser Job funktioniert. Ja? Und dann kann man im Endeffekt auch anfangen, wirklich über dieses Berufsbild auch Entscheidungen zu treffen. Ja? Aber ich bin immer noch ein Fan davon,
genau die Leute damit drüber zu entscheiden zu lassen, die damit zu tun haben. Ja, ich kann da auch noch mal ein bisschen einklinken, weil ich denke, du bist ja ein Eigenbetrieb. Jo. Und in deiner Position hast du ja sehr viel, was du auch selber tust. Ja, das obliegt ja bei dir dann im Endeffekt. Ja, natürlich. Personalverantwortung liegt da aktuell voll bei mir. Richtig. Ja, aber es betrifft ja auch dann den ganzen Bewerbungsprozess ja. und das Recruiting im Kompletten. Wenn man jetzt auf Gemeinden oder Kommunen gehen, da ist es nicht ganz so. Ja, weil da entscheidet das Rathaus. Und du darfst halt dazukommen. Na klar, man also, wenn das stattfindet, ist gut. Ich möchte es jetzt auch nicht über jede Gemeinde so drüber stülpen, weil es denn nicht so ist. Aber bei vielen ist es tatsächlich so. Gell? Und dann wird es natürlich schwierig, weil du am Endeffekt nur ein Teil von dem Gremium bist, der dann vielleicht 10% an der Auswahl beteiligt ist. Oder vielleicht nach der Aussortierung dann zuletzt, das was übrig bleibt, dann nochmal hier 50% mehr Entscheidungsgewalt hast. Oder einen Haken nur drunter setzen darf. Ja, richtig. Es ist natürlich in einem Eigenbetrieb auch leichter. Aber wenn wir jetzt Stadtwerken nehmen oder so, da, Werksleitung und so, da ist es ja noch viel schlimmer. Die sind ja teilweise noch viel weiter weg. Ja, das sind ja ganz andere Themen, die da eine Rolle spielen. Habe ich alles schon erlebt. Ich denke, es hat auch viel damit zu tun, dass die Präsenz von uns Meistern, von uns Führungskräften im Bad, aber auch drüber hinaus, ja, im gemeindlichen Sinne, im politischen Sinne einfach noch viel markanter sein muss. Du brauchst da viel mehr Standing. Ich nehme immer das Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel der Meister für Abwassertechnik ins Rathaus kommt, ja, dann spurt da jeder. Und wenn der Bademeister, klischeehaft, ja, der Bademeister kommt, ja, dann jetzt, okay, es bad schon wieder, brauchen es wieder was. Mhm. Ja, das ist tatsächlich so. Und ich denke, das muss man sich auch erarbeiten. Ja. Und dafür finde ich auch wieder, um zurückzukommen auf die Neuordnung, wichtig, dass wir hier einfach da mehr Fähigkeiten vermitteln, Kenntnisse, ja, Kompetenzen an den Start bringen, dass wir die Leute, und das ist auch ein wichtiger Punkt, warum muss ich denn immer eine fertige Fachkraft, eine Top-Fachkraft finden? Ich kann mir doch die Leute auch selbst heranziehen. Backen. Ja, richtig. Klar, sagt wieder jeder, ja gut, und nach 2 Jahren haben wir viel Geld reingesteckt, dann geht er wieder. Da kann ich was. Aber auch da muss ich mir die Frage stellen, warum geht er dann? Also, genau, das ist die Frage. Und da hake ich jetzt mal ein, weil da kann ich aus meinem eigenen FF erzählen, ja, weil ich einfach alles da hatte, von normaler Auszubildenden, ja, bis wirklich Umschüler und an alle da draußen, wirklich Jungs und Mädels, vor allem jetzt dann in der letzten Zeit Jungs, sind wirklich richtig, richtig, richtig gute Leute dabei rausgekommen. Ja, kann man jetzt ja mal ganz offiziell sagen. Thorsten, herzlichen Glückwunsch zum besten Fachangestelltenprüfung. Geht natürlich auf den Auszubildenden zurück, ist klar. Nein, alles gut. Aber Das war doch der Thorsten, der mir noch sagte, er hat Angst vor die 100 Meter. Genau, der war das. Ja. Schöne Grüße, Thorsten. Du alter Halunke. Bester, Jahrgangsbester, ich glaube es ja nicht. Also, das ist echt, aber das sind wirklich auch, und das ist echt super, das sind Rettungsschwimmer gewesen bei mir, die an denen man halt rumgrabt und macht und tut und sagt, hey Leute, komm, geht doch einen Schritt weiter, ja. Schaut, dass ihr einfach euch Wissen aneignet über eben eine Ausbildung. Und ja, ich habe aktuell 4 Leute, die eben genauso als Fachkräfte mittlerweile arbeiten. Und das ist natürlich was natürlich ein großer Vorteil ist, weil man die Leute halt auch kennt, ja. Hab den Mut, die Leute auch auszubilden. Und ja, das ist eine harte Zeit, weil wenn sie als Rettungsschwimmer bei uns arbeiten oder im Betrieb arbeiten und dann als
Umschüler gehen, dann fehlt da natürlich eine Stelle immer. Das ist natürlich das andere. Weil wenn sie dann in der Schule sind und dann da nicht zur Verfügung stehen, das ist natürlich immer schwierig. Aber auf der anderen Seite, es lohnt sich, ja, weil man wirklich gesunde, gute Leute da auch bekommt und sie intern das Haus kennen und dann wissen auch, was auf sie zukommt. Denn ihr musst du das nicht groß verkaufen, sie wissen genau, was auf sie zukommt. Und das sind so Punkte, wo ich echt sage, ja, habt den Mut dafür, das auch einfach auch zu machen. Absolut, ja. Frage mal an dich. Hast du eine Lösung, wie das denn am besten auszusehen haben könnte? Ja, wie so ein für dich so eine Muster, ja, Fachkraft ist? Also du weißt, wie ich solche Dinge angehe. Ja. Ich versuche mir immer zu überlegen, wie ist denn die Situation? Mhm. Ja, was sind denn die objektiven Fakten? Und bei dem Thema komme ich eigentlich immer wieder so auf die Generationsentwicklung zurück. Das ist auch eine Thematik, die mich unheimlich lang beschäftigt hat und wo ich irgendwo selbst auch sehr lange gefangen war in meiner Persönlichkeitsentwicklung. Ja, du hast es ja teilweise auch lange oder ich habe es miterleben dürfen. Begleitet, ja. So dieses ganz andere Mindset und so weiter. Ja, es ist ein steiniger Weg, aber was ich so als Erkenntnis habe und auch mit in der Arbeit mit jungen Menschen, dass sich dieses Mindset komplett verändert hat. Denn junge Menschen, denen wirft man immer nach, okay, die tun nichts mehr, die kommen nicht pünktlich, die machen nur das Nötigste und so weiter. Aber ich würde es jetzt gar nicht mal als verkehrt sehen, denn die jungen Menschen sind eher so, dass sie sich genau überlegen, was bringt mir denn das? Weißt du, also warum sollte ich denn das tun? Was bringt mir das? Ja, bei der älteren Generation ist es halt immer nur so, ja, wir müssen arbeiten, weil es ist halt so und wir müssen für die Rente und diese ganze Blabla-Bullshit, ja, wo du eh weißt und dann gehst du dann mit 75 in Rente und stellst fest, hey, mein Leben war eigentlich nur das Schwimmbad und was mache ich jetzt? Und das sind dann die, wo nach 3 Jahren sterben. Tut mir leid, es ist Fakt. Es gibt sicher auch andere Beispiele. Aber diese Generation jetzt, die denkt ganz anders. Und das ist, glaube ich, das Potenzial, wenn wir erkennen und einsetzen, dass wir denen tatsächlich auch Beschäftigung geben mit Hintergrund, mit einem Sinn. Ja, wenn ich jetzt einen runter in den Keller schicke und sage, tu mal die Rohre abstauben. Ja, sicherlich hat das einen Sinn. aber die Frage ist, ob das... Ja, was bringt ihm das? Ja, außer, dass er vielleicht einen Tennisarm Tobi, bekommt. Geh mal bitte runter und ja? Wisch mal bitte die Rohre ab. Der David hat gesagt, du sollst das machen. Wenn er zuhört, herzlichen Glückwunsch. Ja, also ich als Ausbilder war schon auch ein Quäler, muss ich ehrlich sagen. Aber im positiven Sinne. Aber ich glaube, wenn man diese Beschäftigung gerade in der Ausbildung oder vielleicht auch nach der Ausbildung ganz am Anfang, wenn man die so findet, dass die darin auch einen Sinn entdecken, dass sie etwas bewegen können, dass sie auch gerade diese Entwicklung, diese Persönlichkeitsbildung, ja, dass sie Dinge tun, die auch sie als Mensch weiterbringen. Und wenn wir das jetzt wieder vom Individuum auf das Unternehmen Schwimmbad parallelisieren oder ummünzen, dann ist es da ja genauso. Ja, schau dir die Kommune an. Die Kommune ist hierarchisch, von oben nach unten. Ja, Scheiße fällt tief, kennen wir alle von der Bundeswehr. Ein modernes Unternehmen hat diese Pyramide verkehrt rum. Das heißt, von unten nach oben. Im Grunde könnte man sagen, die Reinigungskraft hat eigentlich den größten Wert an einem Unternehmen, weil es an der sensibelsten Stelle und unheimlich nahe am Badegast dran ist und einfach Dinge mitbekommt, die entscheidend für die Weiterentwicklung des Schwimmbades sein können. Und wenn wir das denken, glaube ich, in den modernen, zukunftsorientierten Schwimmbädern etablieren, ja, was bringt es mir als Unternehmen, was ich tue? Und nicht nur, ich mache, damit der Bürgermeister nicht schimpft. Ich mache, weißt du,
ich tue um zu, für andere, für andere, für andere. Mensch, mach's doch einfach mal für dich. Und ich glaube, dieser Schalter, der hat jetzt während der Corona-Zeit bei vielen Klick gemacht oder der Schalter hat umgelegt, dass sie genau in diesen Gedanken, in dieses Gedankengespräch reingekommen haben und festgestellt haben, ja, ich wollte doch schon immer was anderes machen. Die letzten 10 Jahre habe ich eigentlich immer nur dieselbe Scheiße gemacht. Ich bin Meister für Bäderbetriebe und abends bin ich im Grunde nur Reinigungskraft. Tagsüber stehe ich am Beckenrand. Geile Scheiße. Und genau das ist das Problem. Okay. Sehe ich ein bisschen anders. Also, bitte. Ich möchte lernen. Ja, ich glaube einfach, dass das Fachangestellte für Bäderbetriebe mit allem zu tun hat. Und für mich ist der Punkt, die Reinigung gehört da maßgeblich wirklich damit dazu. Weil es entscheidet darüber, wie meine jeweilige Umwälzung funktioniert, wie meine Vasewasserqualität ist, wie ein Stück weit das Image des Bades ist, ja, was das Image des Bades ausmacht, ja. Die Scheißhauskacke ist schnell verteilt, ja, dass ein Bad legionellen behaftet ist, das ist ganz schnell ausgesprochen, dass ein Bad dreckig ist, das geht ratzfatz. Diesen Stempel abzulegen, dauert Jahre. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, wo wir einfach diesen Wert des Gesamten sehen müssen wieder. Ja, nicht immer nur das zu sehen, dass ich die Reinigungskraft bin oder das zu sehen, dass ich nur der Rettungsschwimmer hier bin, obwohl ich eigentlich eine Fachkraft bin, ja, das zu sehen, immer nur dieses Gejammere zu sehen, sondern das große Ganze zu sehen und mir jetzt wirklich zu überlegen, hey, was kann ich dazu beitragen, ja, dass das große Ganze besser wird, ja, was kann ich, und das sind wir jetzt beieinander, ja, was kann ich tun, ja, damit das, was wir hier gestalten für alle, erstens mehr Spaß macht, ja, und mir einen Mehrwert bringt, weil ich einfach mehr Bock habe auf diesen Job. Und da ist immer der Punkt, von diesem Ich zum Wir, aber wieder zurück zum Ich zu kommen, weil viele bleiben im Wir hängen und sagen sich dann so, oh, ich habe gemacht und gemacht und getacht, ja, und habe mich eigentlich da völlig drinne vergessen. Weil ich eigentlich nicht mehr die Ergebnisse und die Lorbeeren für mich auch akzeptiert habe, ja, und die auch für mich einheimse. Und das ist auch ein Umdenken, wo ich echt sage, ja, muss proklamiert werden und das muss raus, ja. Und dieser Beruf hat nun mal halt einfach viel mit Reinlichkeit zu tun, es hat viel mit Reinigung zu tun, es hat viel damit zu tun, dass man Menschen in der Hinsicht um sich hat, ja, mit denen man halt erstmal klarkommen muss, weil sie halt nicht immer nur dann kommen, wenn es ihnen sau gut geht, sondern weil sie dann kommen, sind alle liegen, ich komme nicht mehr weiter. Ja, und dann, das hörst du halt mal 50 Mal an am Tag. Ja, es stimmt. Ich sag zu den Leuten dann im Unterricht auch wieder, ja, dann versucht doch mal einfach mit der verbalen Kommunikation zu spielen. Ja, stellt euch mal anders hin, schaut mal im Endeffekt, wie ihr darauf reagieren könnt. Guckt mal, im Endeffekt überfordert sie mal eure lieben Badegäste. Schaut bitte, dass ihr zumindest so weit weg seid, dass der Kinnhaken nicht gleich bei euch im Gesicht landet. Aber übt doch mal an der Kommunikation. Ja? Es gibt so viele Elemente, die diesen Beruf wirklich ausmachen, wo ich auch sage, hey, es bedarf in diesem Job an ganz viel Eigeninteresse. Ja? Es ist kein Beruf, ja, der davon lebt, dass man einfach jeden Tag besagt bekommt, was man zu tun hat. Sondern dieser Beruf lebt davon, wie viel gebe ich am Tag in diesen Job mit rein. Ja? Und darüber entscheidet das, wird es ein guter oder ein schlechter Tag. Ja? Und ich glaube, das müssen wir wieder lernen. Einfach wirklich diesen Job zu leben. Ihn wirklich zu leben. Und daran Spaß zu haben, an den Dingen, die wir tun. Weil dann wird das, was ich tue, ja, auch wirklich wieder so gut, dass ich diesen Beruf auch wieder ganz anders schätzen lerne. Und das habe ich erleben dürfen und auch immer wieder sehen dürfen, dass genau das auch passiert. Wenn ich meinen Alltag einfach mit einem gewissen Lächeln, mit einer gewissen Freude bestreite, ja, passiert das nämlich auch an meinem Gegenüber. Ja? Und dieses Nonverbale, was ich halt nur mal ausstrahle, ist das, was ich am Tag bekomme. Ja, und das ist das, was David auch mit Mindset meint, ja. Es gibt immer so einen Spruch, du bist, was du isst.
Ja? Und du bist, was du denkst. Ja? Und wenn ich darüber nachdenke, dass ich im Endeffekt eigentlich einen scheiß Job habe, dass das alles mies hier ist, dass mir dich die ganzen Leute aufregen und dass ich eben an sich keinen Bock auf die Menschen habe und dass das alles eigentlich ist, ja, was soll das denn dann werden? Glaubt ihr wirklich, dass es dann besser wird? Oder was glaubt ihr, was die Leute, was für Leute auf euch zukommen? Da wird es ein knüppelharter Tag, weil ihr genau mit diesen Menschen zusammenkommt, ja, die ihr euch da vorstellt. Und wenn ihr anfängt, aber den Tag auch mit einem Lachen und mit einer Freude, und ja, es ist nicht alles Sonnenschein, das ist mir alles klar, aber es geht ums Mindset, es geht darum, was lebe ich? Ja? Und das sind die Punkte, die einfach wichtig sind. Und das ist branchenübergreifend, das sind nicht nur die Schwimmmeister, das ist jeder andere Job auch. Ja? Aber es bestimmt nun mal deinen Alltag. Ja? Und das ist das, wo ich immer wieder proklamiere da draußen, Leute. Habt Spaß an diesem Berufsbild. Ja? Habt Spaß an dem. Und genau dann passiert das auch, dass Team sich bildet, dass man miteinander arbeitet und dass Menschen auch Freude an dem finden. Und dann passiert es, dass sie auf einmal auch eine Ausbildung dazu machen. Komischerweise. Ja? Und Spaß daran haben. Oder Mindset, Führungskräfte, Leute da draußen, ja, dass einfach auch Menschen sich bewerben und dass man diese Menschen auch bekommt, die man haben möchte. Und das sind Punkte, Leute. Probiert es aus. Ihr habt eh nichts zu verlieren. Habt Bock drauf. Macht das, ja. Und Ergebnisse aus. Schreibt es uns in den Kommentaren, schreibt uns an, macht die E-Mails, schreibt es auf die Plattform drauf. Ja, kurzes Werbung, Schwimmbadplattform, ja. Schwimmbad minusplattform.de, mal drauf gucken. Also lasst es einfach mal auch wirken auf euch und versucht es ein Stück weit einfach zu leben. Habt Bock drauf, habt Spaß dran. Ja? Und dann wird dieser Beruf auch nochmal was ganz anderes werden. Und an alle da draußen, die Führungskräfte sind, habt im Endeffekt den Mut, die Leute in allen Bereichen mitzunehmen. Ja? Ob es Technik ist, ob es egal was es ist, ob es Sauna ist. Trag dazu bei, dass man miteinander das Ding besser macht. Und wenn ihr was gut könnt, ja, dann erzählt es den Leuten. Fangt an, miteinander zu leben und nicht gegeneinander. Das war. Ja, ich denke, du hast das jetzt alles wieder schön abgerundet. Der Coach Entschuldigung, spricht. aber es, also Leute, ich liebe diesen Beruf, wirklich, ich tue es. Ja, ich liebe diesen Beruf und wir haben was. Leute, es gibt nichts Geileres, als wie im Endeffekt im Winter, ja, ich lebe hier im Allgäu, im Winter, wenn es da draußen am besten 2 Grad hat, ja, also 2 Grad, Regen, ja, und es widerlich ist und ich eine Schwimmhalle gehen darf, ja. 30 Grad, mollig warm, ja, und einfach genießen darf, wenn ich einen Aufguss machen darf, wenn ich mit Leuten reden darf, die einfach in der Sauna hocken und gerade völlig im Stone sind, ja, das ihr Leben gerade genießen, ja. Ja, von meiner lieben Oma immer wieder mal hören darf, dass es eben gerade die Enkel ganz so nett beieinander sind, aber Seelentröster sein darf. Es ist sowas Schönes außenrum, ja, wo man einfach mit den Menschen in Kontakt treten darf und mit ihnen einfach das Leben auch leben darf. Und was gibt es Schönes? Schöne Grüße an Hans, ja, als wie Hans, der wird uns leider Ende des Jahres verlassen. Der darf in wohlverdienten Rente gehen, aber wenn man dann sieht, dass 40-Jährige, so alt wie ich bin, vor dem Hans stehen und sagen, ja, mei, den habe ich schon Schwimmen beigebracht. Und er sagt, der war so cool, der war so cool. Wo man denkt, so geil, ja. Ich hoffe, dass das irgendwann mal Leute auch in meiner Gegenwart dann sagen, ja. Es laufen so viele Leute durch uns durch. Dahingehend, Leute, macht mit. Und der Fachkräftemangel, so wie er hier besteht, ja, können wir dadurch auch durchbrechen, dass wir genau diese Dinge aufholen, dass wir da anfangen, den Job, wie wir sind, einfach wieder Spaß, Freude und Energie reinzustecken und Energie rauszulassen. Und ab dem Zeitpunkt machen den auch wieder die Leute, die ihn sowieso schon gelernt haben. Und das sind die Punkte, die wir brauchen. Also grundsätzlich muss man mal sagen, Fachkräftemangel hat auch was mit Bezahlung zu Voll. tun. Dazu sollte man tatsächlich mal in diesen Kreisen, die das aushandeln,
ohne jetzt Namen oder Institutionen zu nennen, auch mal wirklich wissen, was es denn heißt, diesen Beruf auszuüben. Ja, du hattest in der Folge 2, glaube ich, die psychischen Belastungen schon mal angesprochen. Ja, Thema psychische Gefährdungsbeurteilung, ja, das ist im Grunde eine Verarsche, was da teilweise gemacht wird und niemals die Realität widerspiegelt. Aber das ist ein anderes Thema. Vielleicht gibt es dazu auch mal eine Podcast-Folge. Wir arbeiten alles auf. Aber wenn ich das erkenne, dann kann ich es vielleicht auch anders honorieren, weil das nämlich auch ein brutales Argument ist, warum viele einfach sagen, hey, wenn ich mich halt, mache ich 30 Stunden irgendwo am Fließband und verdiene mehr Geld. Klar, sicherlich. Es ist jetzt auch keine Dauerlösung, ja. Aber allein, dass es möglich ist, finde ich schon erschreckend. Ja. Also, ich meine, als Fachkraft hast du ja ein bisschen was auf dem Kasten. Ja, oder dann als Meister, als Führungskraft, da musst du ja was durchleben, da können sich einige auf die Schultern klopfen. Ja, wenn ich das sehe, was die da durchleben, teilweise in Ausbildungen, welche persönliche Reifung die haben und so weiter. Aber Bezahlung, die muss passen. Was mich positiv überrascht hat, war jetzt über Verdi mit diesen Flugberufen, Flugzeug. Pilot-Geschichten, hast du es mitbekommen? Die Flugbegleiter oder war das die Flug... Genau. Die kriegen jetzt einfach mal 400 Euro mehr netto. Netto. Brutto. Netto, das, was unten rauskommt, brutto, das, was oben drüber steht. Ja, brutto. Mhm. Ja, klar. Das ist doch mal eine Ansage. Das ist doch mal geil. Das ist doch mal gut, kein... Motivator auf Dauer. Nein, darf es nicht sein, aber das zeigt Wertschätzung richtig. Für das, was die Leute genau. tun. Ja, ja. Das ist ein Punkt. Und diese Zeichen brauchen die Leute jetzt. Mhm. Ja, weil wenn die Medien das Thema noch weiter ausschlachten und immer wieder Fachkräftemangel vorschieben, klar, es gibt Berufe, die normal aussterben, gibt's, ja. Ich bring da aber wieder dieses Beispiel mit dem Bäcker. Ja, es gibt den Bäcker um die Ecke, dieser kleine Laden, der halt immer dieselbe Semmel hat. Und die sterben alle aus. Aber dann gibt es Bäckereien, die haben plötzlich totalen Erfolg, weil sie ein Frühstück bieten, weil sie Mittagessen bieten, weil sie Grill anbieten, weil sie Innovation bieten. Und die plötzlich sind erfolgreich. Und weil sie Heimat bieten. Weil sie vor allem innovativ werden. Das ist genau das Stichwort. Wir haben hier oben auch, also Bäcker, kurzes Stichwort hier, mega kleine Bäckerei, die haben ein richtig das große Angebot, aber die haben im Endeffekt so ein kleines Wohnzimmer ausgebaut, haben da wunderschöne Stühle reingestellt. Es ist einfach geil da. Das ist so heimlich, aber kriegt da mal einen Platz. keine Chance. Wenn du in der Früh um 4 dran stehst und da vor der Tür stehst, hast du keine Chance. Also, das ist genau das. Also, wenn man dieses transportiert und da eine Analogie mal herstellt, ja, zu uns, die innovativ werden, haben wir ja eh schon hinter uns. Ja, Sauna, da hat sich unheimlich viel getan. Und wenn man halt heute immer noch einfach nur einen Aufguss macht, ein bisschen rumwedelt und wieder rausgeht, ja, das wird halt heute einfach nichts mehr. Sondern man muss halt nun mal einfach ein gewisses Event-Charakter, nicht unbedingt, aber man muss halt mehr bieten, als wie einfach nur, ja. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo aber auch jedem angeht. Ja, das hat mit jedem zu tun. Und darum geht es dann in der Hinsicht. Und da eben genau diesen Punkt und diese Situation immer weiter zu, oder vor allem zu leben. Übrigens, bei dem Bäcker-Beispiel ist auch nochmal ganz interessant, denn du weißt ja, dass diese Discounter-Ketten, die bieten ja quasi Bäckereien oder das Portfolio einer Bäckerei mittlerweile im Schnelldurchlauf für günstiges Geld an, was ja eigentlich auch der Tod für jede Bäckerei ist. Und dennoch gibt es Bäckereien, die einfach innovativ sind und trotzdem erfolgreich sind, weil sie nicht nur eine Dienstleistung anbieten, sondern ein soziales Dasein, einen sozialen Treffpunkt bieten. Und das ist, glaube ich, unser Vorteil im Schwimmbad. Absolut. Also, und das ist genau das, was ich am Anfang gesagt habe mit den kleinen Bädern.
Ja, ich bin da auch ein totaler Fan davon, wenn nicht mehr vorhanden ist als wie 25 Meter und ein kleines Planschbecken, ja, das eben auch zu leben. Ja, und da die Innovation im Kaffeeklatsch sich treffen, den sozialen Aspekt nochmal ganz anders hervorziehen, ja, da gäbe es schon Möglichkeiten und das einfach aber auch zu proklamieren und zu leben, ja, da zu sein, jeden zu kennen, miteinander das einfach auch auszuführen, diesen Spaß da auch zu haben, ja, und diesen gesellschaftlichen Auftrag, den wir Bäder irgendwo auch haben, ja, dort einfach auch nochmal in einer anderen Art und Weise zu leben. Richtig. Können wir das Thema so abrunden? Also ich denke, das Thema ist Das wahrscheinlich, ist noch viel vielschichtiger. ja. Ja, aber wenn ich jetzt schon wieder auf die Uhr gucke und im Hintergrund die Kommentare, Rattern. ist viel zu lang. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, aber es ist halt eben Betriebstagebuch, ja, und es kann nie lang genug Nein. sein, denn alles, was da enthalten ist, ist für ewig, ne? Also, wir können euch mal Und schon. ein Abbild. Wir können euch schon sagen, wir bereiten Ja? uns natürlich in der Hinsicht auch vor. Wir gehen da nicht blank. Also das ist einfach immer wieder mal so in der Hinsicht auch der Punkt, dass man schon sich auch einlebt. Aber auf der anderen Seite, und das merkt ihr auch, David und ich leben vor allen Dingen davon, einfach mit der Expertise, mit dem, was wir erlebt haben, euch einfach weiterzugeben. Ja, das, was wir an Know-how irgendwo mit einfach auch über die Jahrzehnte jetzt wegzuhaben, euch da in der Hinsicht auch rauszufordern. Da sind genug Leute da draußen, ja, die genau das gleiche Know-how haben, die genauso auch dran stehen und die definitiv auch richtig was zu erzählen habt. Leute, macht es, ja. Haut diese Kreise, die wir hier, die David und ich hier leben, genauso raus, ja. Und schaut genau, dass dieses Betriebstagebuch, wie wir es hier leben, weitergetragen wird, ja. Und das Ganze auch ein Stück weit jetzt nach draußen geht. Sehe ich auch so, ja. Sehe ich auch so. Und ich möchte hier nochmal Danke sagen an alle, die uns wirklich alle 2 Wochen wieder danach anschreiben und sich bedanken für diese geile Folge, die es teilweise auf dem Weg zur Arbeit hören oder sonstiges. Ja, wir machen das für euch, ja, für uns, weil wir es ja sowieso immer machen, ja. Und ich weiß gar nicht, wir hätten diese Woche schon 5 Folgen aufnehmen können, Alex. Ich verbringe eindeutig viel zu viel Zeit mit dir, mein Yeah, Freund. das ist so geil. Also, es macht einfach Spaß. Aber hier noch ein kleiner Hinweis. Es wird Zeit, dass auf dem Block, den du gerade hochgehalten hast, das richtige Zeichen steht. Oh, Scheiße. Wenn du hier schon Schleichwerbung machst, ja, ich meine, wir sind ja hier auch irgendwo eine Werbeplattform für unser Berufsbild, ja, Zimmer. eine Werbefläche irgendwo, aber Spaß beiseite. Es geht darum, drüber zu sprechen und die Dinge rauszuhauen, und das machen wir. Und wem das passt, der ist herzlich willkommen und der kann mit uns über alles diskutieren. Wem es nicht passt, vielleicht gibt es so einen anderen Podcast, weiß ich nicht. Nur was ich nicht leiden kann, wenn man einfach grundlos irgendwas negativ kommentiert, weil man vielleicht negativer Mensch ist, ja, ohne Fakten, ohne konstruktiv zu kritisieren, das finde ich irgendwie schwach. Und ihr werdet wahrscheinlich verstehen, wenn ich darauf in Zukunft einfach nicht mehr antworte, weil mich das irgendwo langweilt, ja. Vielleicht gibt es dann auch noch einen Podcast bald von der Deutschen Gesellschaft oder so. Vielleicht findet ihr euch da wieder. Für mich ist es ganz wichtig, dass die Leute, die sagen, ja, es ist wichtig, was ihr tut. Es ist wichtig, darüber zu sprechen. Wir hören uns das an, wir unterstützen euch. Wir finden geil, dass ihr das öffentlich macht. Stehen die Türen immer offen? Und genau dafür machen wir Genau. das. Und das ist stark, also das ist auch, ich nehm das mal ein bisschen weiter. Wir sind alles Menschen hier, ja. Und wenn das natürlich so hart dann wird,
es ist schon auch, ich meine, es ist unsere Leidenschaft, ja. Wenn man auf der rumtrampelt, tut's weh. Das ist einfach so, ja. Und das sind schon so Punkte, wo ich einfach sage, hey Leute, wir diskutieren so gern mit euch und auch konstruktiv. Und es geht hier nicht immer nur um Krötenstreicheln. Darum geht's nicht. Aber lasst uns um Inhalte diskutieren, ja. Nicht um Formen. Hier geht's nicht um eine Form, hier geht's um Inhalte. Wir wollen Inhalte weitergeben. Wir wollen schauen, dass wirklich hier das transportiert wird, dass es weitergeht, dass wir dieses Berufsbild, wie es jetzt aktuell ist, verändern, nach vorne bringen. Was da auch immer dabei rauskommt, das werden wir sehen. Ja? Aber wir fangen an hier, es nicht einfach nur hinzunehmen, sondern den Mund aufzumachen und das Ganze ein Stück weit einfach nach vorne zu tragen. Und David und ich haben Jahre darüber schon diskutiert und das können wir wirklich mittlerweile sagen, ja, und der Podcast ist nichts anderes als wie genau das Ergebnis daraus, dass wir zwei hier hocken, ja, und darüber anschauen und darüber diskutieren, was hier alles passiert und was in unserer Welt auch in der Bäderwelt so passiert, und das ist Betriebstagebuch und damit wollen wir im Endeffekt weitergehen und ja, ich würde damit einfach mal sagen, wir beschließen das damit, weil ich sehe ja auch gerade die Zeit, die rinnt und die macht und die tut und es ist Wahnsinn, hey, die Stunde ist rum und ich könnte noch, aber es ist echt, ich glaube, es war wirklich die uns gesagt haben, also eine Stunde 30 oder Stunde 20, Stunde 10, also, ja, brutal, Jungs, also das ist dann schon heftig. Ja, wir versuchen uns, glaube ich, einfach noch ein bisschen kürzer zu fassen, in dem Sinne, dass wir versuchen, das Ganze, diese Informationen noch geballter zu packen, ja, aber seht es uns nach, David und ich sind jetzt nicht die Menschen der wenigen Worte, sondern wir lieben es einfach auch, das einmal auch zu erzählen mit den Emotionen und mit den Dingen, Inhalten, die wir einfach auch auf der Pfanne haben. Dahingehend, ich... Kommunikation. Absolut, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, wie immer. Es ist absolut cool. Ich schätze dich immer noch total als Kollege und Freund, du weißt das. An euch alle da draußen, ich wünsche euch wirklich einen genialen und super genialen Sonntag. Genießt ihn, ja. Wenn es da draußen, egal wo in Deutschland, ob Sonne, Wolken, Regen, wo es auch immer im Endeffekt herrscht, weil wir können ja nicht nur sagen, dass es Sonne ist, sondern wahrscheinlich wird es auch woanders sein. Genießt den Tag, hört uns. Und trag das weiter, was ihr im Endeffekt tut. Ja, dem schließe ich mich an. In diesem Sinne auch von mir. Bis in 2 Wochen. Danke fürs Zuhören. David und Alex, die Schwimmbad-Nerds vom Betriebstagebuch. Servus.